Kennen wir noch nicht. Wir müssen jetzt mal abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Was wir aber heute schon wissen, ist, was sie mit den Taliban von damals verbindet. Das sind also ihre Kriegsmethoden, zum Teil auch natürlich ihre Ideologie. Die ist im Moment unsicher, wie werden sie die Frauen behandeln. Aber von der Kampfesideologie, glaube ich, haben wir wirklich eine interessante Erfahrung gemacht, indem wir jetzt gesehen haben, wie eigentlich in Afghanistan man ein Land erobert, ohne viel zu kämpfen. Und das ist so typisch für die Taliban, dass sie eigentlich immer den Zeitpunkt ihres Kampfes aussuchen, dass sie damit immer sehr erfolgreich waren, auch gegen die NATO-Einheiten, die dort seit 2001 stationiert waren. Also das ist jetzt auch verwunderlich, wenn man diese Bilder sieht, wie diese Taliban, also die keine militärische Ausrüstung haben, diese langen Bärte, wir haben sie jetzt im Präsidentenpalast gesehen, dass diese Gruppe von jungen Männern in irgendeiner Form es gelungen ist, eigentlich, sagen wir, dem gesamten Westen die schwerste militärische Niederlage des 21. Jahrhunderts bisher eigentlich zuzufügen. Und das sind die Taliban, die wir seit jeher kennen, schlecht organisiert, in unseren Augen schlecht organisierte junge Männer. Die Spitze ist sehr unklar, aber das ist eben auch eine sehr erfolgreiche Kampfesmethode, habe ich gesehen, als ich in Afghanistan war, so zu kämpfen, dass der Feind nicht merkt, was man eigentlich tut, sich so zu benehmen, dass man eigentlich den Zeitpunkt des Kampfes auswählt. Das ist typisch Taliban und das ist typisch afghanisch. Wir sehen in diesen Tagen sehr tragische und dramatische Bilder. Wir sehen also eigentlich ein Land, das nach 20 Jahren Aufbauarbeit militärischer Counterinsurgency, wie die Amerikaner das nennen, Beteiligung der Bundeswehr und so weiter, wie ein Kartenhaus in sich zusammenbricht. Das heißt aber, sowas passiert nicht in 2 Tagen, sondern das war eigentlich immer ein Kartenhaus. Da ist sehr, sehr viel schiefgelaufen. Aber das ist eigentlich alles nicht sehr überraschend. Es ist nicht überraschend, wenn also Armeen in einem Land stationiert werden ohne relativ klaren Auftrag. Dazu muss man sagen, eines der ärmsten Länder überhaupt der Welt, dass sie dort versuchen, einen Staat aufzubauen. Präsident Biden hat das in seiner Rede gestern ja dementiert. Er hat gesagt, wir wollten dort eigentlich nie einen Staat aufbauen. Aber was die Deutschen auch gemacht haben, Polizeiausbildung, das ist alles auf dieses Ziel hingegangen. Völliger Zusammenbruch eines Kartenhauses, auch nicht sehr überraschend. Und die afghanische Polizei und die Militärs haben genau dasselbe gemacht, was jeder Afghane macht, auch die Taliban. Sie ziehen sich zurück, sie stellen sich eigentlich nie einem offenen Kampf. Das heißt aber nicht, das letzte Kapitel ist geschrieben. Und wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass das Kapitel westliche Intervention in Afghanistan im Moment vorbei ist, aber dass möglicherweise ein grausames Kapitel für einen Bürgerkrieg beginnen wird. Da kann man nur sagen, viel Glück. Ich glaube, dass die Chinesen und die Russen natürlich im Moment eine sehr anti-westliche Haltung einnehmen, sagen, ihr zieht alle ab, wir, unsere Botschaften bleiben in Kabul. Der russische Botschafter und auch der chinesische haben in den letzten Wochen ja auch Vertreter der Taliban getroffen und haben mit ihnen gesprochen, signalisiert, sie würden diese Regierung in einer Form anzuerkennen. Wenn sie aber dort Truppen entsenden, wenn sie beginnen, den Afghanen zu sagen, wie sie denn ihr Land gestalten sollen, dann, wie gesagt, viel Glück, dann wird ihnen genau dasselbe geschehen, was den Briten im 19. Jahrhundert geschehen ist, was den Sowjets schon Anfang, also 1979 geschehen ist, als sie dort eine Invasion gemacht haben und was der westlichen Militäreinheit der NATO in den vergangenen 20 Jahren dort geschehen ist, eine Niederlage. Die Erklärungen des Außenministers sind zu früh und zu schlecht und zu wenig. Wir müssen jetzt mal abwarten.
Und wenn man schon 20 Jahre dort war, dann hat man auch eine Verantwortung für die Zivilisten, sprich vor allem für die Frauen und Kinder. Jede humanitäre Hilfe abzuschneiden und mit dem Taliban erst gar nicht zu reden, finde ich eine sehr kurzfristige Politik, die uns auch nichts bringt. Das Interesse Europas ist natürlich, weiter seine Werte aufrechtzuerhalten. Und das heißt, diesen Leuten, den Zivilisten, die ja eigentlich nichts dafür können, dass die Regierung verschwunden ist, dass dort Krieg geführt worden ist, den Leuten weiterzuhelfen, vor allem mit humanitärer Hilfe vor Ort. Dazu kommt auch die Verantwortung, meiner Auffassung nach, dass man auch die Leute, die mit die Afghanen, die mit dem Westen gearbeitet haben, in irgendeiner Form rettet und herausbringt. Der Flüchtlingsstrom ist eine Bedrohung. Vieles wird davon abhängen, wie die beiden Länder, wo die Flüchtlinge eigentlich durch müssten, wenn Sie sich jetzt eine geistige Afghanistan-Karte vorstellen, da liegt dann noch der Iran dazwischen und da liegt noch die Türkei dazwischen. Vieles wird davon abhängen, wie diese beiden Länder jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dieses Problem angehen. Werden die Iraner, um eben dem Westen zu schaden, unter Anführungszeichen, die afghanischen Flüchtlinge einfach durchwinken? Sind sie dann alle in der Türkei und Präsident Erdogan gerät unter Druck und macht die Türen auf und die Häfen? Das wissen wir im Moment nicht, das ist alles zu früh. Die andere Option ist natürlich helfen vor Ort und mit dem Iran und mit der Türkei eventuell auch in irgendeiner Form sprechen, wie man so einen Flüchtlingsstrom, der eigentlich ja niemandem hilft, ihn von vornherein schon eindämmen kann. Ich kann nur sagen, was sehr oft ein großer Fehler aller ist, die über Afghanistan reden, und ich würde mich da einschließen, ist, dass dieses Land ist einfach sehr, sehr schwer zu kennen. Ich bin dort seit 1980 sehr oft hingefahren, kenne die verschiedenen Regime, kenne auch die Taliban, die Kämpfer, die Mudschahidin, und habe immer wieder gesehen, dass es doch ein Land ist, das auch ein sehr stolzes und unabhängiges Land ist, um das etwas positiv zu formulieren. Afghanen wissen genau, wer sie sind. Sie sind stolz, in diesem Land zu wohnen. Sie haben immer gegen andere gekämpft, die von außen gekommen sind, Besatzer und Besetzer. Sie werden das auch in Zukunft tun. Und was wir vielleicht bei uns ganz gut finden würden, dass man eben sein eigenes Land in irgendeiner Form verteidigt, das werfen wir den Afghanen auf der anderen Seite vor. Ich würde sagen, das ist dann schon eine sehr beeindruckende und Eigenschaft, die die Afghanen haben. Sehr, sehr stark unabhängig in ihrem Denken, sehr stolz darauf, Afghanen zu sein. Und sie möchten daher nicht, dass die anderen ihnen erzählen, wie sie zu leben haben und wie sie ihr Land, ihre Gesellschaft aufbauen müssen. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und in der Region, in der ich sehr viel herumfahre, heißt es immer wieder, wenn ich solche Fragen stelle, was wird jetzt in einer, in 2 Wochen sein, heißt es immer, erfahrene Propheten warten lieber die Ereignisse ab. Dem würde ich mich anschließen. Ich glaube aber, natürlich hat niemand Interesse, dass es einen richtigen Flüchtling, einen großen Flüchtlingsstrom aus Afghanistan gibt. Es gibt da verschiedene Faktoren, die Sorgen bereiten. Sehr starke Corona-Ausbreitung auch in Afghanistan. Wie will man das unter Kontrolle bringen, wenn da plötzlich tausende Menschen kommen, die nicht einmal die Mittel haben, ein Aspirin zu kaufen, geschweige denn sich impfen zu lassen? Daher auch eine dieser großen Sorgen, was passiert mit diesen Leuten, wenn sie losziehen. Die humanitäre Frage ist natürlich auch eine. Daher glaube ich, wir sollten auch im Hinterkopf behalten, niemand will eigentlich sein Land so ohne weiteres verlassen. Niemand hat Lust, sich in einer tragischen Situation an einem Flugzeug, einen amerikanischen Transportflieger anzuhängen und dann vielleicht in den Tod zu stürzen. Aber die jungen Afghanen glauben auch, dass ihr eigenes Land in den letzten 20 Jahren nicht sehr viele Fortschritte gemacht hat und hoffen natürlich auf ein besseres Leben. Auch das kann man eigentlich niemandem abstreiten, wenn man eine humane Gesellschaft will. Daher glaube ich, alles tun, damit die Leute in Afghanistan bleiben. Humanitäre Hilfe muss weitergehen.
war auch damals schon ein Kartenhaus. Wir konnten schon damals nicht aus Kabul hinaus. Insofern wundert man sich ja, dass der amerikanische Präsident oder dass überhaupt die Politiker sich jetzt so tun, als wäre das alles über Nacht ausgebrochen. Das ging jetzt schon seit Jahren so. Seit Jahren ist der Afghanistan, also ist diese Afghanistan-Mission eigentlich Mission Impossible und gescheitert. Ich glaube, ich bin keine Militärexpertin, aber wenn man diese Militärtheorien sich ansieht und liest, dann merkt man, es gibt immer einen wichtigen Punkt, den Militärs, aber auch wir Zivilisten vergessen. Das ist die Hybris, die Überheblichkeit zu glauben, alles wird nach Plan laufen, und die Überheblichkeit zu glauben, weil man die besseren militärischen Spielzeuge hat, wird man den Krieg schon gewinnen. Zu glauben, dass jemand, der einen Part hat und eine alte Kalaschnikow auf dem Rücken hängt, eine große, die größte Armee dieser Welt, die mächtigste Armee dieser Welt, der Amerikaner, nicht besiegen kann, das nennt man Hybris. Und ich glaube, dass die meisten einfach nicht es gewusst haben, aber es nicht wissen wollten. Und es ist genau dasselbe passiert. Die Taliban, die damals an der Macht waren, sind über Nacht verschwunden, die Leute haben ihre Bärte abrasiert und haben einfach ein anderes Hemd angezogen. Niemand von den Taliban hat gekämpft. Erst in dem Moment, wo es für sie gut war und günstig war, zu beginnen zu kämpfen, 2 Jahre später haben sie begonnen zu kämpfen. Das heißt, was wir heute haben, ist eine Wiederholung der Geschichte 2001, dass damals niemand gekämpft hat. Die Northern Alliance ist direkt aus Tadschikistan oder aus Nordafghanistan direkt nach Kabul, Jalalabad. Es ist eigentlich kein einziger Schuss gefallen. Sowas haben wir heute auch. Und das heißt aber nicht, dass der Krieg vorbei ist.